Hallihallo, liebe YouTuber, hallihallo, liebe Fans. Ihr habt das sicherlich mit Boston mitbekommen, mit dem Boston-Marathon. 140 Verletzte, 3 Tote, ist ja eine Tragödie. Was heißt, ist ja eine, es ist eine Tragödie. Es ist absolut schlimm. Die Behörden sind am Ermitteln, sie wissen nicht, wer es war. Aber Gott sei Dank wissen ja hier deutsche Terrorexperten, die wissen ja schon alle, wie das gelaufen ist. Gibt da so schöne Berichte, jetzt in allen Medien kommen die jetzt wieder hoch, egal ob das Nachrichten sind, überall sind sie dann wieder am Spekulieren. Was soll der Quatsch? Herrgott nochmal, was soll dieser Blödsinn? Bis jetzt, das FBI ist am Ermitteln, bis jetzt wissen die gar nichts. Sie wissen nicht, wer das gemacht hat, sie wissen nicht, sie sind am Ermitteln, lass die Leute doch ermitteln. Sie haben welche verhört, sie haben Wohnungsdurchsuchungen gemacht, aber bis jetzt sind die alle, tappen sie im Dunkeln und sind am Ermitteln. Lasst sie bitte ermitteln, bevor ihr da eure Spekulation macht, nur um eure verdammten Blättchen da zu füllen. Wir wissen alle, dass ihr moralisch und ethisch auf der Ebene von Schlammwürmern rumkraucht. Aber Herrgott nochmal, ihr sollt objektiv berichten und nicht nur das Feuer schüren, nicht den Hass schüren, was soll der Quatsch? Nur weil ihr der Meinung seid, man weiß gar nichts bis zu dieser Stunde. Lasst bitte das alles sein. Gedenkt lieber der Opfer, betet lieber für diejenigen, die im Krankenhaus liegen. Und wenn, dann geht ihr bitte, bitte geht doch zur Blutspende. Wenn ihr aktiv werden wollt, geht zur Blutspende oder geht zur Feuerwehr oder meldet euch beim Roten Kreuz an. Ich bin ja auch beim Roten Kreuz. Ihr könnt doch machen, ihr könnt aktiv werden, Freunde. Auch als Journalisten könnt ihr mal was machen. Dann erlebt ihr doch die reale Welt. Und nicht nur eure Science-Fiction-Stories. Aber lasst bitte diesen Blödsinn sein. Lasst es sein. Es ist schlimm genug für die Opfer. Und das Allerschlimmste ist, dass solche Leute so etwas getan haben. Es ist unglaublich, wer das getan hat, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Es ist absolut unglaublich. Aber lasst das sein mit euren Spekulationen. Das führt zu nichts. Das bringt auch nichts. Das ist vergebene Liebesmühe. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr macht alle mit. Ihr denkt alle an die Opfer. Ich meine, von hier aus können wir wenig tun. Wir können ihnen nur unsere guten Gebete und gute Gedanken schicken. Ich hoffe, das ist ausreichend. Und wie gesagt, geht zur Blutspende, macht mit. Ihr könnt überall mitmachen. Ihr könnt auch in alle Vereine gehen. Werdet aktiv, Leute. Werdet aktiv. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal zu hoffentlich schöneren Nachrichten.